Wir sind da, Jesus, noch müde, dunkel, schwer. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Wir sind da, Jesus. Noch verstehen wir nicht. Noch begreifen wir nicht. Das Grab ist leer. Die Welt verwandelt in Leichtigkeit und Leben. Wir sind da, Jesus. Du sagst unseren Namen. Wir hören ihn. Wir wenden uns um und du bist da. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, wir feiern Ostern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir feiern den Sieg der Liebe über den Hass. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns mit Jesu Sterben und Leben die Tür geöffnet hat in seine Ewigkeit hinein. Denn das Leben ist stärker. Die Sehnsucht nach Leben, sie geht weiter und Gott ruft uns zu, du wirst leben. Aus dieser Hoffnung heraus und in diesem Sinne entzünden wir die Osterkerze. Entzünden doch auch Sie zu Hause eine Kerze in dem Bewusstsein, dass Jesu Licht uns miteinander verbindet und mit Gott selbst. Denn Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandern, sondern hat das Licht des Lebens. Wir wollen gemeinsam beten mit den Worten des 118. Psalms. Lasst uns Gott Danke sagen, denn er ist immer freundlich. Es ist gut, wenn wir uns auf Gott verlassen, denn er gibt uns Kraft. Gott ist unser Glück. Darum wollen wir fröhliche Lieder singen von Gott. Von Gott wollen wir erzählen, solange wir leben. Lasst uns Gott Danke sagen, denn er ist immer freundlich. Wir wollen Gott danken, dass er uns hört, wenn wir rufen und dass er uns hilft, wenn wir ihn darum bitten. Welch großes Wunder, was Menschen zurückweisen, das sieht Gott freundlich an. Lasst uns Gott Danke sagen, denn er ist immer freundlich. Heute ist der Tag Gottes. Darum wollen wir uns freuen und fröhlich miteinander sein. Denn er ist unser Gott. Deshalb danken wir ihm und singen ihm unsere Lieder.
Lasst uns Gott Danke sagen, denn er ist immer freundlich. Amen. In der Verbundenheit mit unseren Geschwistern in der ganzen Welt wollen wir nun gemeinsam das Lied singen: Christ ist erstanden. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Die Auferstehung ist groß in Mode, liebe Brüder und Schwestern. Kommt nach der Krise jetzt an Ostern die Auferstehung, fragen die Zeitungen. Die Sehnsucht ist groß nach dem, was vorher unser Leben ganz normal ausgemacht hat. Nach dem Tod die Auferstehung. Alles wieder gut? Manchmal draußen in der Sonne, mitten am Tag, da kommt mir plötzlich alles so normal vor. Ich sehe die Menschen mit ihrer atmenden Haut und mit ihrem lebendigen Haar, mit roten Sandalen und weißen Blusen hinter der Frisbee-Scheibe herspringend und mit dem Hund an der Leine. Und dann plötzlich ist wieder alles anders. Weicht man sich ängstlich aus? Wie nah darf ich eigentlich dem anderen kommen? Wie viel Abstand brauche ich doch? Was löst es bei mir aus, dass die andere einen Mundschutz trägt? Menschen, die im Fernsehen eng beisammenstehen, verwundern mich. Wird nach der Krise alles zur Normalität zurückkehren? Alles wieder gut? Ich habe Angst vor den Folgen, die länger bleiben als die Ausgangsbeschränkungen. Vor dem, was zwischen Menschen bleibt, die übereinander erschrocken sind. Vor den wirtschaftlichen Folgen, die Menschen ganz handfest betreffen. Vor dem, was wir im sorgenvollen Blick auf das Virus aus den Augen verlieren. Nach dem Tod die Auferstehung. Alles wieder gut? Ich glaube an einen Gott, in dem alles seinen Ursprung hat, der mir zeigt, dass das Leben einen tiefen, wunderbaren Sinn hat
auch wenn ich es nicht immer verstehen kann. Ich glaube an einen Gott, der durch seine unbegreifliche Liebe zu uns allen, seinen Kindern, selber Mensch geworden ist. Der ein Herz hat für die einfachen Menschen, für die, die am Rande der Gesellschaft sind, für die, die seine Liebe so unbedingt brauchen. Wo hast du ihn hingelegt? Maria erkennt den Auferstandenen nicht gleich. Sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Der Gärtner? Es ist nicht alles einfach wieder gut. Noch vor Sonnenaufgang war sie aufgebrochen, mitten in der Dunkelheit. Salben will sie ihn und weinen, trauern. Salböl hat sie bei sich, es riecht nach Zimt und Myrrhe, nach Schilf und Schwertlilie. Die Trauer liegt auf ihr wie ein dunkles Tuch. Sie spürt die Leere, die niemand füllen kann. Und dann ist alles ganz anders. Das Grab ist leer. Zwei Gestalten. Im ersten Licht des neuen Tages, die ersten Vogelstimmen erwachen gerade. Veilchenduft und Flügel rauschen. Verzweifelt sieht sie sich um, versteht nicht, hört nicht, was die beiden vielleicht zu sagen hätten, sieht nicht, Tränen steigen ihr in die Augen. Sie wendet sich ab. Wie durch einen Schleier sieht sie den Mann, lebendiges Haar und atmende Haut. Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Nein, es ist nicht einfach alles so wie vorher. Maria erkennt nicht, versteht nicht, bleibt in ihrer Verzweiflung mitten im Licht des neuen Tages mit den Engeln im Rücken. Auferstehung macht nicht einfach alles wieder wie vorher. Der Auferstandene ist nicht einfach wieder lebendig. Anfassen kann Maria ihn nicht. Vorweggenommen in ein Haus aus Licht, die Wunden sind noch da. Wird so auch unsere Zeit nach der Krise? Die Wunden bleiben zwischen den Menschen, in der Wirtschaft, in den Erinnerungen. Nicht einfach alles wieder gut. Ich glaube an einen Gott, der sogar die grausamsten menschlichen Seiten kennt, der in Jesus Christus selber Leiden und Schmerzen und Tod erlitten hat. Ich glaube an einen Gott, der mir aber auch zeigt, dass das Leben, das er uns aus Liebe geschenkt hat, stärker ist als der Tod. Dass es für mich eine Hoffnung gibt, die weit über das Irdische, das, was ich verstehen und begreifen kann, hinausreicht. Und dass er mir selbst im Moment des Todes noch liebevoll die Tür öffnet in seine Ewigkeit hinein. So wie er hatte niemand ihren Namen gesagt. Als er starb, wusste sie, dass sie ihn nie wieder so hören würde. Wie er sagte, Maria, und dass der Schmerz darüber nie vergehen würde. Doch nun hört sie, Maria, und es wird leicht und Licht und klar. Auferstehung ist der Widerstand gegen die Mächte des Todes, ist die Überwindung der Krise. Von Anbeginn an war die Auferstehung das Festhalten von Menschen in der Bedrängnis an Gottes Lebendigkeit und an seiner lebensschaffenden Kraft und ihrer Erfahrung, dass Gott mit ihnen hindurchgeht. Als andere gehen wir aus schweren Zeiten hervor, mit Wunden, mit neuen Ängsten, aber lebendig und Licht. Wir erkennen, so ist es verheißen, Christus derselbe, heute, morgen und in Ewigkeit. Auch in der Krise spricht er deinen Namen. Auferstehung ist nicht, da haben wir uns angestrengt und dann haben wir das geschafft. Und Auferstehung ist auch nicht, weil wir zusammengehalten haben, sind wir hindurchgekommen. Auch wenn das nötig ist, sich anstrengen und zusammenhalten. Auferstehung ist Geschenk anderswoher, ist Licht mitten in der Dunkelheit, ist ein Wort mitten in der Sprachlosigkeit, ist Liebe für das Wutknäuel, ist Frühling mitten in der Pandemie, ist Zuversicht unter Tränen, ist innere Ordnung geheimnisvoll mitten im Chaos. Aus der Nacht steigt das Licht des neuen Morgens. Manchmal stehen wir auf, sagt Marie-Louise Kaschnitz, stehen wir zur Auferstehung auf.
mitten am Tag, mit unserem lebendigen Haar und mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns, keine Fata Morgana mit Palmen und weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch Licht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung, ich bin vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Ich glaube an einen Gott, dessen Geist auch heute noch dein und mein Herz bewegen will, der mich herausfordert in den Ereignissen dieser Tage, in den Herausforderungen meines Lebens und der mich ruft, sein Wort und seine Liebe heute und jetzt und hier zu den Menschen zu tragen. Ich glaube an einen Gott, der mir in jedem von euch begegnen kann. An einem Lächeln, einer freundlichen Geste, einer helfenden Hand, dem stärkenden Miteinander. Wenn nicht alles einfach wieder gut ist, war es das je? Wenn es nicht ohne Risiko bleibt, wo gäbe es das Leben ohne Risiko? Was kommt? Lebendiges Haar und atmende Haut, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Achtsamkeit vielleicht, das Licht des neuen Tages beobachten und Vögeln lauschen, roten Sandalen hinterherschauen, Blüten beim Aufblühen zusehen. Wärme auf der Haut, Kaffeeduft inhalieren, Musik aufsaugen, schreiben, denken, spazieren gehen. Atmen. Lebendiges Haar und atmende Haut vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Menschen beim Namen nennen. Mit Kreide die Osterhoffnung auf den Boden schreiben. Tränen aushalten. Freundliche Worte in der Sprachlosigkeit. Liebe für das Wutknäuel. Mut zum Leben, das endlich ist. Und die Sehnsucht wachhalten nach dem Leben in Fülle für alle. Da wandte sich Maria um und spricht zu ihm, Rabuni, so wie nur sie das sagen kann. Das ist mein Glaube. Seinen Ursprung hat er in dieser unbegreiflichen Ostererfahrung, in der uns Jesus Leben verspricht, das kein Tod mehr nehmen kann. Leben, das einfach stärker ist als der Tod. Das ist mein Glaube, den ich heute mit so vielen Geschwistern in der Welt bekennen darf. Das ist so eine unbegreifliche Liebe Gottes. Das ist dieses Angebot, sein Geschenk, seine Herzenswärme, das er uns heute gibt, wenn er sagt, du sollst leben. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Thank you.
Seit alters her taufen wir in der Osternacht, am Ostermorgen. In der Taufe sind wir in die Auferstehung hineingezogen, neues Leben mitten im Tod. Wenn Sie mögen, schließen Sie für einen Moment die Augen und denken an die Kirche, in der Sie getauft sind oder in der Ihre Kinder getauft sind oder die Kirche, die Ihnen am Herzen liegt. In der Taufe sind wir bezeichnet mit dem Kreuz. Du gehörst Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und wenn Sie mögen, dann zeichnen Sie doch dieses Kreuz nach, auf der Stirn und auf der Brust und auf der Hand. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen das Licht entzünden für viele. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen sein, die traurig sind und Angst haben. Jesus Christus, sei du unser Licht. Lass uns die Freude der Auferstehung immer wieder aufs Neue in den kleinen Dingen zu Hause entdecken. Jesus Christus, sei du unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir andere mit unserer Fröhlichkeit anstecken. Jesus Christus, sei du unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung besonders in allen kranken und benachteiligten Menschen leuchten. Jesus Christus, sei du unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung auch zu den Geflüchteten und Heimatlosen strömen, auf dass sie neue Hoffnung schöpfen. Jesus Christus, sei du unser Licht. Als Kinder Gottes beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
So geht in diesen Festtag unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.